Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Wie Sie sicher wissen, zeigen wir im Rahmen dieser Reihe jeweils einmal im Monat ein aktuelles, herausragendes deutsches Kinowerk. Und ja, uns ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns auch einmal im Jahr zumindest einem Format widmen, das ja in Deutschland immer populärer wird, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Denn die mittellangen Filme sind tatsächlich ein Format, ja, man hört es schon raus, weder kurz noch lang, irgendwas dazwischen, aber auf die Länge kommt es nun mal halt wirklich nicht an in dem Fall. Denn, und das finde ich wirklich, ist eine These, die vielleicht auch heute Abend so ein bisschen mal diskutiert werden kann. Es ist sowas wie der neue oder der aktuelle deutsche Autorenfilm, finde ich. Denn hier kann man wirklich noch das machen und umsetzen, was man wirklich möchte. Die Idee, die man hat, da reden einem noch nicht so viele Leute rein, wie es dann später beim langen Film ist. Die Regisseure werden vielleicht da auch ein bisschen was von erzählen können, wie das so abläuft. Und ja, das ist etwas, was selbst wir, die auf Festivals fahren, gar nicht so oft zu sehen bekommen. Denn es sind nur sehr, sehr wenige Festivals, die sich diesen mittellangen Filmen gewidmet haben. Allen voran sicher der Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und die Hofer Filmtage. Das sind auch die beiden Festivals, wo die drei Filme, die wir heute sehen, jeweils ihre Premiere hatten. Und ja, das ist etwas, ja, Kurzfilmprogramme sagen oftmals so eine Grenze, ja, 15 Minuten länger wollen wir nicht, dann ist dieser Film zu lang für das Restprogramm, dann gehen die ganzen 3 Minuten unter und ja, bei den Langfilmen, da wird dann irgendwie eine Grenze gesetzt, die ist auch relativ willkürlich, entweder bei 69 oder 79 Minuten. Und das, was dazwischen ist, das ist wirklich etwas, das sehenswert ist und wir finden es wahnsinnig schade, dass es nicht mehr so der Fall ist, wie es früher mal war in den 60ern, 70ern, dass es dann auch solche Programme, wie wir es jetzt heute Abend auch sehen werden, wo dann 3 solche Filme zusammengesetzt werden, entweder zu einem Thema oder wie wir es heute machen, wirklich ganz bunt gemischt, denn wir werden heute 3 komplett unterschiedliche Genres sehen, 3 komplett unterschiedliche Geschichten, die ja im Grunde in die komplette Vielfalt zeigen, wohin Film eigentlich führen kann. Ja, und ich werde Ihnen jetzt jeweils vor den Film den jeweiligen Regisseur vorstellen. Der kommt dann ganz kurz und sagt noch ein Wort zu Ihnen. Und dann am Ende, wenn die 3 Filme gezeigt worden sind, dann wird es hier ein Gespräch geben. Und zwar wie immer mit einem Autor der EPD Film. Das ist heute Ulrich Sonnenschein, der auch für den Hessischen Rundfunk arbeitet. Und ja, ich empfehle Ihnen sehr, auf jeden Fall bis dahin sitzen zu bleiben, denn das Gespräch wird sicher spannend. Ja, und jetzt geht's erstmal los mit dem ersten Film des Abends und das ist Schnee in Rio. Jetzt muss ich tatsächlich den Zettel erst noch rausholen. Tja, Entschuldigung. Genau, und zwar Manuel Vogel, der Regisseur des Films, ist in München aufgewachsen und er hat sich schon immer, schon in der Jugend auch zum Ziel gesetzt, ja, Unterhaltungsfilme findet er besonders spannend. Das ist etwas, ja, Zuschauer mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen zu lassen, habe ich gelesen. Darauf kommt es ihm an. Und das ist auch etwas, was er während seines Regiestudiums an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in München dann umgesetzt hat. Parallel dazu hat er als Werkstudent für Pro7Sat1 gearbeitet, dort auch Sendungen betreut wie Broken Comedy oder My Video Rush Hour und hat bereits während seines Studiums, auch das ist nicht unbedingt die Regel, einen Action-Kurzfilm gedreht. Uberstein heißt der. Schnee in Rio war dann sein Abschlussfilm im Fach Regie und die Premiere war bei den Hofer Filmtagen. Letztes Jahr lief auch bei der Genrenale, das ist das Genrefestival parallel zur Berlinale immer und Preise hat er schon gewonnen in den USA und Österreich. Und ja, er hat uns auch seinen Co-Drehbuchautor und Produzenten mitgebracht. Begrüßen Sie Manuel Vogel und Konrad Simon. Herzlich willkommen. Mittellanger Film, absichtlich oder war das jetzt einfach praktisch? Naja, wir haben einen Film gemacht und dann jetzt hier erfahren, er ist mittellang. Bisher habe ich mir gesagt, ich habe da einen Kurzfilm gemacht, jetzt kann ich sagen, ich habe einen mittellangen Film gemacht. Warum Kurzfilm? Also das hast du natürlich auch mit Bedacht ausgewählt. Vielleicht magst du was dazu sagen, warum das ein Kurzfilm sein soll. Ja, es liegt in erster Linie an den begrenzten Mitteln, die man als Student da hat für einen Abschlussfilm. Wir sind mit dem Film insofern dann in der Regel mittellanger Film, weil er nicht so wie so ein klassischer Kurzfilm, also eine kurze, knackige Story hat, sondern von der Handlung her schon fast einen längeren Film abfrühstückt. Also insofern fallen wir da dann auch Richtung mittellanger Film. Möchtest du uns noch was mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt den Film zeigen? Ja, eigentlich nur schön, dass Sie alle da sind. Das freut mich natürlich sehr. Ich möchte Ihnen viel Spaß mit unserem kleinen Agenten-Thriller wünschen und
vergessen Sie nicht, alles mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Erol Sander. Genau, bevor aber Erol drankommt, erstmal noch einen Applaus für die beiden. Dankeschön. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden einen Vorspann zu sehen bekommen, wie ich ihn zumindest bestimmt in den letzten 20 Jahren in Deutschland nicht gesehen habe im Kino. Also viel Vergnügen. Sie war bei den Berlinale Talents dabei und bei den Lisbon Docs und derzeit arbeitet sie an diversen Langfilmstoffen sowie langen Dokumentarfilmen. Bereits für ihren Kurzfilm Gisberta hat sie zahlreiche internationale Preise bekommen, von Tel Aviv über Berlin, Wiesbaden und Peking. Ja, und jetzt für A Promised Rose Garden, den wir Ihnen auch gleich zeigen, gewann sie bereits Achtung Berlin, die Wendland Shorts und sogar in Kalkutta in Indien. Begrüßen Sie Lisa Violetta Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und natürlich auch an dich die Frage, ist es ein mittellanger Film aus deiner Sicht? Definitiv. Was macht es denn für dich dazu? Also bist du direkt da rangegangen und hast gesagt, ich mache jetzt einen mittellangen Film oder wie kam das? Nein, also wir haben natürlich auch erstmal überlegt, wir wollen einen Kurzfilm machen. Was auch so ein bisschen daran liegt, eben an der Festival, also an dem Gedanken, dass man natürlich auf Festivals laufen will und es ist einfach wesentlich leichter, mit einem Kurzfilm auf Festivals zu laufen. Aber es ist dann passiert und ich bin sehr, sehr froh darüber, also weil es ist ein Film, der braucht die Zeit und wir haben im Schnitt dann noch einiges auch wieder gekürzt, nachdem wir eine sehr, sehr lange Fassung hatten und ich finde, es hat einfach jetzt die perfekte Länge und ob es mittellang ist oder nicht, ist es einfach ein Film, so. Und du hast für diesen Film Vietnamesisch gelernt. Ja. Weil du uns in Berlin zeigen wirst, was wir so vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Magst du uns noch was auf den Weg geben, bevor es losgeht? Also so wie du das jetzt angekündigt hast, auf jeden Fall. es ist ein Film, wo man in wirklich eine andere Welt eintaucht. Es spielt in Berlin, aber es ist trotzdem nicht wirklich Berlin. Und man sieht Berlin nur an sehr, sehr wenigen Stellen. Ich bin gespannt, ob es auffällt. Viel Spaß und schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, Lisa Violetta Gast. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Einen Applaus schon mal. Dankeschön, dass du da bist. Und freuen Sie sich auf einen deutschen Film, komplett auf Vietnamesisch, natürlich mit Untertiteln. Das war Promised Rose Garden. Und ja, der Applaus dazu. Ja, dann möchte ich Ihnen gleich die Regisseurin des dritten Films des heutigen Abends vorstellen, Silvia Borges. Sie ist gebürtig aus Lingen und sie hat bis 2013 Regie und Dramaturgie ebenfalls in Köln studiert, jedoch an der Kunsthochschule für Medien. Das ist die andere Hochschule, die sich mit Film beschäftigt. Und sie ist, das kann man glaube ich sagen, eine echte Expertin für den mittellangen Film. Denn auch ihr Abschlussfilm Rendezvous war mittellang. Und ja, heute zeigen wir den Film, den sie davor gemacht hat, Zu dir, mit einem Fragezeichen am Ende. Premiere war in Hof und das ist auch schon eine Weile her, 2012 war das. Seitdem hat dieser Film eine lange Reise hinter sich, 16 internationale Preise, Belgien, Italien, Frankreich, Argentinien und USA, überall gab es jeweils einen Preis für diesen Film und ja, anlässlich dieses Films widmete Arte, der Fernsehsender, ihr ein Porträt im Kurzfilmmagazin Kurzschluss. Heute ist sie hier, begrüßen Sie bitte Silvia Borges, herzlich willkommen. Ja, schön, dass du da bist natürlich und auch an dich die Frage, mittellang, warum? Warum? Ich glaube, das ist so eine Typsache. Also manche Leute erzählen gerne auch so ganz kurze, knackige Geschichten, also wie so ein gespielter Witz quasi. Mir ging es nie so wirklich um die Pointe oder darum, jetzt irgendwie die lustige Twist zu erzählen. Ich wollte halt auch eine Entwicklung erzählen und eine Entwicklung braucht halt ein bisschen Zeit. Und genau. Und in diesem Fall hat sich das irgendwie so einfach angeboten. Also ich habe jetzt auch nicht lange drüber nachgedacht. Mir wurde schon davon abgeraten. Also das an Filmhochschulen wird einem schon eher aus strategischen Gründen davon abgeraten, was in dieser Länge zu machen. Aber weil theoretisch das, ja, was Sie jetzt gleich sehen werden, das könnte auch ein Kurzfilmstoff sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vielleicht. Also, nur du hast es anders gewählt. Also was ist da das Besondere? Also was kannst du mehr erzählen? Was ist so dein Anreiz? Weil du hast deinen nächsten Film ja tatsächlich dann auch im selben Format wieder gemacht.
Ich meine, es hat bei Festivals hat es definitiv, also gibt es Nachteile, wobei jetzt zu dir auch wirklich nicht drunter gelitten hat, muss ich sagen. Aber es hat halt auch den Vorteil, dass zum Beispiel Produzenten sehen, ah, okay, die überlebt einen längeren Dreh. Das ist schon mal, ist tatsächlich was anderes, ob man irgendwie so einen Halbstünder stemmt oder einen 10-Minüter. Und ja, die kann halt auch dann vielleicht eine längere Geschichte mal erzählen. Und das ist für alles, was so nach dem Studium kommt, dann vielleicht auch ganz hilfreich. Also auch das ist sicher ein kleiner Vorteil beim mittellangen Film. Also vielleicht auch so eine Art Visitenkarte dann letzten Endes. Ja, also ja. Magst du uns noch was mit auf den Weg geben, bevor es losgeht mit zu dir? Ja, also viel Spaß bei dem Abenteuer von Max und Freya und ja, ich hoffe, der Film gefällt euch. Herzlichen Dank, Silvia Borges. Und viel Vergnügen mit einem Fortgang einer Party, eines Partyabends, wie man ihn vielleicht sonst auch nicht so bisher gesehen hat. Viel Vergnügen. Ja, das war zu dir. Und der Applaus dazu. Ja, und klatschen Sie einfach weiter. Begrüßen Sie nochmal die drei Regisseure hier vorne bei uns. Manuel Vogel, Lisa Violetta Gast und Silvia Borges. Und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Nehmt gerade auf diesen drei Plätzen da drüben Platz. Ja, schönen guten Abend. Erstaunlich wenig Leute hier. Das liegt sicher nicht an dem Programm, sondern eher an den ausklingenden hessischen Schulferien und vielleicht auch an dem letzten lauen Sommerabend. Ganz kurz zur Abfolge. Erstmal schenke ich Wasser aus. Normalerweise wird das hier von den Kollegen gemacht. Heute müssen wir alles selber machen. Verstehe. Dann werden wir über die drei Filme in ihrer Reihenfolge, wie Sie sie gesehen haben, kurz reden. Und am Ende reden wir alle zusammen über das Phänomen des mittellangen Films, was Urs Spörri als so bedeutend und besonders in der deutschen Filmlandschaft angekündigt hat. Schnee in Rio, Manuel Vogel, Hochschule Makromedia. Da muss ich tatsächlich googeln, was das ist. Und es gibt irgendwie mindestens 7 Standorte in der Welt. Was passiert da? Naja, Hochschule Makromedia hat tatsächlich mehrere Standorte, scheinbar 7 an der Zahl. Und wir haben in München studiert, der Konrad und ich. Sie haben ihn vorhin gesehen. Und ja, es ist eine Hochschule für Medien und Kommunikation, hat viele Studiengänge, nicht nur Film und Fernsehen, sondern auch unter anderem Kommunikationsdesign, Eventmanagement, alles Mögliche. Und unter anderem uns. Ich finde es gut, dass du Konrad direkt erwähnst, weil wenn man den Abspann sich anguckt, könnte man denken, Konrad Simon hat den Film gemacht und sich dafür einen Regisseur gesucht, hat die Musik geschrieben, hat das Drehbuch geschrieben, hat die Kamera geführt, er hat die Opening- und Endtitles bearbeitet, vielleicht noch 10 andere Jobs, die ich jetzt nicht finden konnte. Wie war die Zusammenarbeit? Catering. Naja, ich habe mir gedacht, was mache ich für einen Abschlussfilm? Eigentlich will ich mal einen James Bond drehen. Das kann ich mal nicht machen. Also mache ich was Ähnliches oder eine kleine Hommage. Da habe ich mir gedacht, was in dem Zug wäre cool. Und dann bin ich zum Konrad gegangen, gesagt, hey, ich will den geilsten Film überhaupt drehen. Ist jetzt vielleicht nicht geworden, aber hast du Bock? Dann haben wir uns zusammen hingesetzt und geschrieben. Und hatten ursprünglich jemand anderes, der Produktion machen wollte. Dann haben wir uns für den Konrad entschieden, was eine sehr gute Wahl war, weil wir da als Team sehr gut funktioniert haben. Ich Regie, er Produktion, das hat dann immer ineinander gegriffen und als Herzensangelegenheit hat der Konrad dann auch noch die Kamera gemacht, was auch eine sehr gute Wahl war. Und die Titles und die Musik. Ja, genau. Aber man muss sagen, die Musik hat hauptsächlich Jonas Grauer gemacht. Ein sehr guter Komponist und der Titelsong, da hat der liebe Konrad Simon auch noch ein bisschen mitgearbeitet. Es ist jetzt nicht Standard, dass jemand, der an der Uni einen Studentenfilm macht, auch noch die Musik selbst komponiert. Wie war das? War das eher die Notlage, dass die Tantiemen für alle anderen Musiken zu teuer waren?
Nee, wir wollten einen eigenen, coolen James Bond-artigen Titelsong haben, was Eigenes. Und dann kam dann Konrad mit der Idee The Way You Wanna Die. Und damit sind wir dann zu Jonas Grauer gegangen und der hat gesagt, ah, ich mache einen geilen Song draus. Und hat schon was geklimpert und wir dachten, ja, perfekt. Und hat es dann auch mit echten Musikern aufgenommen, der großartigen Laura Bellon. Oder? Heißt sie so? Bellon. die das eingesungen hat. Und ja, ein großartiger Song, der jetzt auch mein Klingelton ist. Ich bin Ihnen allen dezidiert im Vorteil, weil ich habe nicht nur den Film gesehen, sondern ich konnte ihn zweimal sehen und das zweite Mal mit einem Audiokommentar von Regisseur und Produzent, der sehr launig ist, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mal die Chance haben, den zu sehen, und hören Sie sich ihn an. Ich kann es nur so sagen, weil ich glaube nicht, dass die Chance so wahnsinnig groß ist, diesen Audiokommentar mal zu hören. Warum habt ihr das gemacht? War das auch so eine Art, wie Urs vorhin sagte, Addition zur Visitenkarte? Also das, hiermit stelle ich mich vor und ich sage euch auch noch, wie es geht. Naja, es ist, ich finde Audiokommentare, wenn man, finde ich immer irgendwie interessant, also meistens nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, schaut sich keiner nochmal einen Film an und mit Audiokommentaren. Aber ich finde, bei einem 25-Minüter kann man das irgendwie schon machen. Und ich fand es eine gute Idee, irgendwie nochmal so ein paar Background-Infos zu geben. Und ja, alle großen Hollywood-Filme haben Audiokommentare. Dann brauchen wir auch einen. Das ist ja im Prinzip das Stichwort schon. Die Orientierungsmarke heißt Hollywood, Agentenfilm, Ian Fleming, James Bond, Schwarz-Weiß, Kuss am Schluss und so. Ihr spielt die ganze Zeit mit Klischees und Versatzstücken und das Augenzwinkern von Errol Sander ist sozusagen maßgebend für den ganzen Film. Wie ist das entstanden? War das ein Gedankenspiel und dann schreibt man das hin und macht es oder entsteht sowas im Dreh auch? Also die ersten Drehbuchfassungen waren tatsächlich eher ziemlich ernsthaft, ernsthafter Thriller, und das wurde dann zu einer relativ witzigen Komödie wiederum, und dann haben wir irgendwie so einen Mittelweg gefunden, eben diese Hommage, aber trotzdem spannend, und sind dann mit wollten die Tonalität erreichen und haben das dann beim Dreh auch versucht so umzusetzen. Also das war schon vorher, stand es fest. Ihr wollt natürlich überspitzen, also das merkt man spätestens dann, wenn der alter Ego von James Bond seinen Drink bestellt. Wir wissen ja inzwischen, dass ein Martini weder gerührt noch geschüttelt wird. Bei euch wird er irgendwie zusammengeschnitten, gemacht, gemixt und dann kräftig geschüttelt. Das ist das Prinzip, oder? Erstmal zu dem Martini. So wie ihn bestellt ihn der echte James Bond auch. Sowohl im Roman als auch jetzt im Casino Royale. Ein kleines Zitat gemacht. Der Film ist auch eine wilde Mischung aus Jerry Cotton, James Bond, Agatha Christie, Mord im Orient Express, Edgar Wallace. Es gibt eine Szene, der ist die einzige Figur, die im Film wirklich unsympathisch ist, nämlich die Ehefrau des Kunstzurückführers, liest einen Roman von einem Herrn Boner. Ist das auch Absicht oder ist das Zufall? Billy Boner, naja, ist auch eine witzige Geschichte. Wir hatten davor mal einen Film gedreht, der hieß Rohrbruch. Ja, da ging es um drei Langzeitstudenten, die aus Geldmangel ein Porno drehen müssen. Und da gibt es im Verlauf des Films zwei Pornodarsteller, einmal Linda Lovefox und eben Billy Boner, der dann auch auf der Rückseite von dem Buchcover im Schnee in Rio zu sehen ist. Die wichtigste Frage wollte ich mir eigentlich zum Schluss aufgeben. Ich stelle sie mal jetzt, weil du gerade den Titel nochmal genannt hast. Schnee gibt's nicht, Rio eher auch nicht. Warum heißt der Film Schnee in Rio? Oh, schwierig. Das trifft mich unvorbereitet. Man konnte ja nicht damit rechnen. Ja, warum heißt das so? Naja, einerseits, die Wahrheit ist, dass wir mal eine Szene hatten, in der zwei Agenten sich unterhalten und die reden natürlich immer in Codewörtern. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, er war hier in St. Moritz am Strand
Und der andere sagt, ja, in Rio schneit's oder sowas in der Richtung. Die Szene haben wir nie gedreht und die ist auch ziemlich schnell rausgeflogen. Aber ich fand es als Titel einfach so geil, dass ich mir gedacht habe, warum sollte ich es rausschmeißen? Und ja. Ja, warum soll der Film den Titel verderben? Ja. Findet man sicher gut bei Google, ne? Ja. Ja. Also wenn man es bei Google eingibt, dann gibt es auch eine Spiegel Online-Meldung von 1900 irgendwas. Schnee in Rio, ein verschneites Rio. Also. Das Moment, was eure beiden Filme verbindet, damit ende ich jetzt bei dir, ist die Eisenbahn, die relativ häufig vorkommt. Ich glaube, mit dem Unterschied, dass sie bei dir tatsächlich fährt und bei dir, muss man einfach mal verraten, eher stillsteht. Man sieht aber an den Kamerabewegungen trotzdem, dass sie fährt. Das ist relativ, also professionell oder sehr professionell gelöst und so erinnert an manche Stellen so ein bisschen an Jost Vokano und das Boot, die Enge, die man da hat. Im fahrenden Zug zu drehen wäre unmöglich gewesen, oder? Ja, erstens, weil es sauteuer gewesen wäre. Und zusätzlich hat man dann noch gemerkt, dass es, obwohl der Zug ja die ganze Zeit stand, eine extreme Belastung ist, in dem engen Raum zu drehen. Also normale Zugfahrt ist jetzt meistens eher angenehm, außer er hat Verspätung. Aber mit einem großen Team, das alle, die Maske will zum Schauspieler, das Kostüm auch, der Regisseur auch, was dann nicht möglich ist. Konrad und ich haben dann irgendwann gesagt, okay, wir sehen uns nie, können uns nie absprechen, haben wir uns mit Funkgeräten unterhalten. Aber der Vorteil war halt, der Zug stand und man konnte immer wieder rausgehen, Luft schnappen. In einem fahrenden Zug wäre das, glaube ich, sehr unangenehm geworden. Was allerdings der Nachteil war, man hatte dann auf die perfekte Szene gedreht und dann so, ja, aber die Schauspieler haben nicht genug gewackelt. Mussten in jeder Szene immer wackeln. Und die Modelleisenbahn am Anfang, die ist absichtlich so modellhaft. Ja, das ist auch eher... Ja, ja, das ist natürlich typisch 60er Jahre. Zum Schluss hin wird es dann eine echte Eisenbahn, wo es dann dramatischer wird. Das ist also tatsächlich auch der Zug, in dem es spielt. Also die Fränkische Museumseisenbahn, die uns großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat, die fahren auch mit den Zügen und dann haben wir uns ans Gleis gestellt und Zug vorbeifahren lassen. Sag jetzt nochmal was, wo wir nachher dran anknüpfen, und zwar die Länge dieses Films ist hier eher leider nur mittellang geworden, weil man denkt eigentlich, so ein Film muss so auf die 90 Minuten zugehen und so eine 60er-Jahre-Länge haben und eben auch die Dinge, die in dem Genre vorkommen, Spannungsaufbau, dafür hast du natürlich in sowas keine Zeit. Das werden wir vielleicht gleich noch besprechen in der gemeinsamen Runde, wenn wir über Länge und mittellange Konzepte reden. Erstmal vielen Dank, Manuel Vogel, Schnee in Rio. A Promise Rose Garden, Lisa Violetta Gass, englischer Titel für einen Film, der zu 98,7% auf Vietnamesisch gedreht ist. Es gibt, glaube ich, einen wirklichen deutschen Satz und ein bisschen deutsches Gemurmel im Hintergrund. Urs hat gesagt, du hast dafür Vietnamesisch gelernt. Kein Wort, glaube ich. Doch. Tatsächlich? Tatsächlich. Ja, ich bin während der Recherchephase in einen Vietnamesischkurs eingetreten von der Volkshochschule. Es war nicht sonderlich von Erfolg gekrönt anfangs, weil der Lehrer nicht wirklich daran geglaubt hat, dass Deutsche Vietnamesisch lernen wollen können und das dann auch irgendwie durchziehen. Er hatte damit auch nicht ganz Unrecht. Der Kurs hat sich relativ schnell minimiert auf sehr, sehr wenige Schüler, was aber eben auch an ihm lag. Letzten Endes musste ich den Kurs auch quittieren, weil meine Probentage an diesem Tag dann lagen, donnerstags nachmittags. Ich habe dann aber im Nachklang zu dem Film weitergelernt, noch anderthalb Jahre bis zum heutigen Tag, weil ich jetzt gerade im Anschluss einen langen Dokumentarfilm über den jungen Protagonisten des Films drehe. Über einen vietnamesischen Zigarettenverkäufer. Richtig. Das ist ja jetzt kein Dokumentarfilm, obwohl er an vielen Stellen einer sein könnte. Wieso diese Spielfilmhandlung, die ja, finde ich, sehr poetisch aufgebaut ist, also mit vielen Parallelentwicklungen und bildlichen Verbindungen, weniger dialogisch, aber doch mit einer starken poetischen Bildlichkeit. Ja, das hat sehr viele
Gründe. Und es geht auch in verschiedene Bereiche des Filmemachens hinein, finde ich. Also erstmal zu dem Dokumentarischen. Also mir war es sehr, sehr wichtig, so authentisch wie möglich zu erzählen, so dokumentarisch wie möglich zu erzählen. Wir haben halt deshalb auch 2 Jahre recherchiert. Also was passiert ist, ist, dass der Max, der Kameramann, der wollte seinen Abschlussfilm drehen und wollte gerne dafür in eine andere Welt eintauchen. Und wir haben überlegt, was könnte das für eine andere Welt sein, und sind dann halt eben auf die vietnamesische Parallelwelt in Berlin gestoßen. Und ich habe festgestellt, ich habe das noch gar nicht so richtig realisiert bis dato, dass es so viele Vietnamesen in Berlin gibt. Und mit diesem Eintauchen in diese andere Welt war aber klar, dass man dann auch wirklich recherchieren muss. Und auch für den Drehbuchautoren war es dann eben wichtig, reale Geschichten zu nehmen, mit den Leuten vor Ort zu arbeiten, die kennenzulernen, in diese Welt einzutauchen. Und wir haben natürlich dann auch überlegt, okay, was für eine Bildwelt wollen wir dann kreieren? Und diese Bildwelt ist natürlich schon auch beeinflusst durch das asiatische Kino auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eben durch die Thematik an sich. Also es ist ein Beziehungsfilm irgendwo auch, ne? Es ist ein Melodram ein Stück weit. Und das fließt so alles ineinander ein. Ja, es ist ja nicht nur ein Film oder nur eine Geschichte. Nein, es sind mehrere. Der versprochene Rosengarten bezieht sich ja wahrscheinlich eher auf das ältere Paar oder aber eben auf das, was man in der Zukunft finden möchte, wofür man spart, wo man hin will. Es gibt da im Prinzip wenig gestern und im Grunde überhaupt keinen Morgen. Es ist alles sehr gegenwärtig. Diese Szene, diese vietnamesische Szene, die könnte überall sein, die muss gar nicht in Berlin sein. Und dann gibt es aber einen Moment, wo keiner, der jemals in Berlin U-Bahn gefahren ist, drumherum kommt. Da ist die Berliner U-Bahn und nirgendwo anders könnte die fahren. Warum dann plötzlich doch so ein Festhalten an dem wirklichen Ort? Wir wollten eigentlich nicht, dass diese U-Bahn, die da angerauscht kam, diese Glasverkleidung mit dem Brandenburger Tor hat. Ist das so gut? Genau. Und letzten Endes sitze ich immer wieder in dem Film und denke, nein, es ist super, dass es so passiert ist. Weil es ist nun mal eine Geschichte, die wir dort recherchiert haben, an diesem Ort. Und diese Zigarettenverkäufer, die sind eben jetzt in Berlin im Moment immer noch sehr aktiv. Und ich finde es schön, dass es so diesen Anklang hat, aber dass es eben auch immer noch die Geschichte an jedem Ort spielen könnte. Also weil es ist eine universelle Geschichte, aber sie ist halt eben an diesem Ort entstanden. Und sie ist auch mit diesem Ort verbunden, weil sie bestimmte Strukturen aufzeigt, die es nur in Berlin gibt. Das Drehbuch ist von Matthias von Schlemm. Hat er sozusagen diese Literarizität da reingebracht? Also dieses Geschichten, erzähl mir eine Geschichte aus der Heimat, und sie erzählt quasi das Schicksal, ihr eigenes Schicksal nach. Und in dem Moment, wo sie es merkt, sagt sie genug. Die ganzen Parallelen zwischen dem Jungen und dem Mädchen, die beide von ihren Dienstherren betrogen, verprügelt, wie auch immer werden. Also das hat ja eine sehr starke Struktur, die dem Recherchierten oder Gefundenen oder Dokumentarischen sozusagen einen anderen Schwerpunkt gibt. Ja, das kommt eindeutig von Matthias vom Schemm. Wir haben zusammen eben an der Geschichte entwickelt, und er ist aber wirklich sehr stark auf diese Spiegelungen, Aspekte eingegangen, die wir dann auch in der Kameraarbeit noch vermehrt auch aufgegriffen haben im wirklichen Spiegel. Und das ist aber auch dadurch entstanden, dass wir eben, wie gesagt, sehr viel recherchiert haben und uns da Geschichten erzählt wurden, die sich auch gespiegelt haben. Und ich glaube, dass da schon einfach so ein sehr starkes Ineinandergreifen von dem, was wir selber erlebt haben, was wir erzählt bekommen haben, und auch natürlich Matthias großartigen Talent, da die Poesie zu finden in der Mischung. Als ich den Film das erste Mal geguckt habe, die ersten Szenen, habe ich gedacht, ach Gott, warum denn jetzt mit deutschen Untertiteln vietnamesisch? Das macht es dem Film so schwer. Und wieso macht ein Student oder eine Studentin machen einen Film mit auf vietnamesisch mit Untertiteln? Jetzt gerade habe ich gedacht, es geht überhaupt nicht anders. Erfordert das viel Mut zu sagen, nein, ich mache das in einer extrem fremden Sprache, wo wahrscheinlich niemand auch nur ein einziges Wort versteht? Ja.
Also am Anfang habe ich gesagt, das geht nicht anders. Also letzten Endes, das ist ein Film über Vietnamesen, es soll authentisch sein und die sprechen nun einfach mal nur Vietnamesisch miteinander. Man muss auch wissen, dass die Menschen, die wir jetzt gesehen haben auf der Leinwand, das sind alles Laiendarsteller. Die haben alle kein Deutsch gesprochen, auch am Set nicht. Also die sprechen halt eben untereinander auch Vietnamesisch. Daher wäre es für mich sehr, sehr unrealistisch gewesen, die jetzt Deutsch reden zu lassen, was auch nicht gegangen wäre. Naja, mit einer Synchro natürlich. Ja, genau. Noch schlimmer. Jetzt habe ich aber gerade meinen Faden kurz verloren. Nee, das Mut, das durchzusetzen. Mut, ja, genau. Und für mich war dann die vorwiegende Problematik, die dann auf mich zurauschte, das Casting. Weil da kamen dann plötzlich Vietnamesen, die nur Vietnamesisch sprachen. Und ich habe gedacht, oh Gott, wie realisiere ich denn jetzt, ob die gut spielen können, wo sie doch auch gar keine Schauspieler sind. Und es war großartig, weil das erste Mal war ich sowas von darauf angewiesen, rein zu erspüren, was passiert. Und dann, was dann wirklich passiert ist während des Castingprozesses, war, dass ich wusste, um was es ging, obwohl ich die improvisieren habe lassen. Und ich konnte denen sagen, über was sie geredet haben, ohne auch nur ein Wort verstanden zu haben. Bei den Schauspielern, die, also bei den Laiendarstellern, die gut gespielt haben, weil es einfach sich transportiert hat. Und da zu erfahren, dass man teilweise die Ohren eigentlich auch ausschalten kann und einfach nur auf das Gefühl an, das war eine Erfahrung, die ich so wirklich nicht missen möchte. Nochmal so ein bisschen, weil mich das so bewegt mit diesem Dokumentarischen und dem Poetischen, also dieses Bild auf dem Jahrmarkt, was immer das ist, Weihnachtsmarkt. Ich habe den in Berlin ehrlich gesagt noch nie gesehen, bin da ganz fasziniert, dass das irgend da sein soll. Das ist ja auch so eine Art Versprechen und Rosengarten und Illusion und so. Dieses poetische Denken, ist das dein Stil? Würdest du das auch in einem dokumentarischen oder in einem reinen Dokumentarfilm machen? Oder ist das das Zugeständnis an die Fiktion? Weder noch. Also der Kurzspielfilm, den ich davor gemacht habe, es war auch ein quasi fast mittellanger Film, ist überhaupt nicht poetisch. Es ist ein relativ harter Film über Jugendliche in der Jugendhilfe. Das ist was im Laufe dieses Filmprojektes entstanden ist. Und der Dokumentarfilm, den ich jetzt mache, der wird auch nicht poetisch sein, sondern auch sehr stark an der Realität, hart, rau, würde ich sagen. Unter den Sponsoren findet man Gabi und Norbert Hüttermann, Hanne und Siegfried Gast. Das heißt, sponsored by Daddy? Nein, das kann man so nicht sagen. Also was man sagen muss, ist, dass wir über Start Next eben sehr viel Geld zusammenkriegen konnten, was sehr, sehr schön ist. Natürlich ist da auch die Familie angesprochen worden, aber letzten Endes muss man sagen, was wir geschafft haben, ist über einen Trailer 6.000 Euro in einer Woche zu generieren. Das war eine harte Nummer und ist mit, ich glaube, über 50 Sponsoren letztendlich zusammengetrommelt worden. Matthias Glasner wird im Abspann erwähnt. Ist das nur ein Dankeschön an eine Lehrerfigur oder? In dem Fall nicht. Also es ist der Regisseur, der mit unserer Editorin sehr viel zusammenarbeitet und der im Schnittprozess zum Testscreening kam und einige Dinge nochmal aufgeworfen hat an Fragen. Und er hat auch mitgespendet für den Film. Auch bei dir nochmal zu der Länge mein Statement. Leider nur ein mittellanger Film, weil auch da sind viele Dinge, die ich mir hätte auserzählt vorstellen können. Und erstmal vielen Dank, Lisa Violetta Gass. Last not least, Silvia Borges. Zu dir. Du hast vorhin bei der Vorstellung gesagt, du magst keine Witze erzählen. Aber die ganze Geschichte ist natürlich ein toller, langer, schöner Witz. Ja, so kann man es auch sehen. Aber ich meinte natürlich damit wirklich einen ganz kurzen, knackigen Witz erzählen. So sind ja viele Kurzfilme aufgebaut und ich finde die auch wunderbar. Ich liebe die auf Kurzfilmfestivals. Aber ich wollte halt auch wirklich gucken, kann ich jetzt irgendwie richtig eine Geschichte erzählen halt, ne, mit den beiden. Und klar, ich mag das Komische. Also es ist jetzt nicht erzählt wie ein Witz, aber es ist natürlich hier und da auch witzig, weil mir das einfach Spaß macht. Also es macht mir auch Spaß, irgendwie Reaktionen im Publikum zu hören. Das hat man natürlich einfach bei einer Komödie eher als bei einem Drama. Ja, genau, deswegen eher. Es ist ja nicht durchweg eine Komödie. Es gibt diese
diesen komödiantischen Teil, sag ich mal, in dem Moment, wo Max versucht, die Wohnung zu finden. Es gibt einen melancholischen Teil, in dem Moment, wo sie in diesem merkwürdigen Wunderland sich befindet, was eigentlich wohl eine Kfz-Werkstatt ist. Und es gibt den realistischen Teil in der Disco am Anfang. Was wolltest du ursprünglich machen? Puh, also ich liebe Abenteuerfilme. So, jetzt, ich gucke lustigerweise, mich fragen immer alle, weil ich jetzt zwei Filme gemacht habe, mit in denen es auch irgendwie um Romantik geht, fragen mich immer alle, ob ich romantische Filme gucke. Ich gucke keinen einzigen. Wirklich. Ich weiß nicht, irgendwie interessiert es mich gar nicht so. Aber ich liebe Abenteuerfilme. Und das war auch das, worum es mir ging. Also ich wollte gerne eine abenteuerliche Odyssee durch die Nacht oder durch den Morgen, durch den Sonntagmorgen erzählen. Und das war der eine Gedanke. Zum anderen war ich zu der Zeit sehr aktiver Couchsurfer. Vielleicht kennen das einige. Also das ist halt einfach für Studenten optimal. Da hat man ja wenig Kohle und man kann halt durch die Gegend reisen und bei anderen fremden Menschen in der Wohnung übernachten und bietet dafür, wenn man möchte, auch seine eigene Wohnung zur Übernachtung an. Und es ist sehr, sehr abenteuerlich. Also für mich genau richtig. Und da habe ich halt gemerkt, dass man dass man wirklich die Menschen besser über ihre Wohnungen kennenlernen kann, als über das, was sie so erzählen. Weil das wissen wir alle, wenn man sich einander vorstellt, man versucht sich erstmal, gut zu profilieren, also sagt auch natürlich nicht, gibt nicht alles preis im ersten Moment und die Wohnung, also die Wohnung gibt aber sehr schnell preis, um was für einen Menschen es sich da handelt. Und das fand ich einfach immer spannend, also wirklich wie so ein Archäologe in so eine fremde Wohnung zu kommen und mir genau anzugucken, wer wohnt hier? Also ich habe auch vorher als der Film davor, da geht es um ein Zimmermädchen, ein sehr neugieriges Zimmermädchen. Und das war auch durchaus autobiografisch inspiriert, weil ich als Zimmermädchen gearbeitet habe und da auch mich immer dafür interessiert habe, wer wohnt hier. Genau. Im Prinzip ist der Film ja rückwärts strukturiert. Also die Pointe steht am Anfang. Du gehst zu mir und ich gehe zu dir. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis des Witzes oder des Abenteuers. Mhm. Und am Ende gibt es aber dann trotzdem noch mal eine, nämlich licht dich ruhig in mein Bett, ich liege nämlich schon in deinem. Das Ganze in einer absurden Komik enden zu lassen, das war nie in deiner Vorstellung. Nee, das hätte jetzt klar, also es gibt zwar absurde Momente in dem Film, aber das hätte jetzt, die beiden fand ich jetzt nie wirklich so absurd, zumindest im Umgang miteinander, das sollte schon ernsthaftig sein. Aber es gibt ja trotzdem noch so eine Pointe am Ende mit, zu dir oder zu mir wird es ja dann nochmal aufgegriffen, ja vielleicht irgendwo in der Mitte, ne? Also da wird es dann im Grunde der Kreis so zugemacht, ne? So, aber noch absurder das Ganze enden zu lassen, wäre jetzt irgendwie, glaube ich, too much gewesen. Claire Jahn, deine Bildgestalterin? Oh, wobei mir was einfällt. Meine Professoren meinten, die müssen Sex haben am Ende. Und ich habe mich dagegen verweigert. Ich gesagt habe, nein, das ruiniert den ganzen Film. Und ich bin tatsächlich ganz froh, dass sie am Ende, also dass sie keinen Sex haben. Also das wäre das banalste Ende denkbar gewesen. Vor allen Dingen bildlich gar nicht mehr vorstellbar. Nein, wirklich nicht. Aber es war so ganz schön, weil sie sich halt am Anfang wirklich nur physisch annähern, ohne Sprache. Dann gibt es im Grunde die Annäherung, ohne überhaupt beieinander zu sein. Und am Ende dann wirklich nur das rein Akustische. Und das hat für mich viel besser gepasst, als wenn die beiden jetzt irgendwie übereinander herfallen würden. Das wäre einfach nicht passend gewesen. Nein, es gibt ja dieses Moment von Intimität über Abwesenheit. Also diese genau. Intimität... Und um die ging es mir viel mehr. Naja, genau. Klar. Also am Anfang ist es die Abwesenheit von Kenntnis und dann in dem 90% im Verlauf des Films ist es die Abwesenheit des anderen. Und das ist natürlich für Intimität ganz, ganz sinnvoll. Claire Jahn habe ich das Gefühl gehabt beim Abspann, da gibt es irgendwie einen Satz, Silvia und Claire danken, also da ist irgendwie gemeinsam. Habt ihr dieses Projekt gemeinsam entwickelt oder ist es dein Projekt gewesen, wo du gesagt hast, ich suche mir jetzt jemanden, der mir das aufnimmt?
Nee, also Claire ist schon immer so mein Partner in Crime. Wir machen jeden Film zusammen und ja, sie hat mich einfach auch sehr, sehr unterstützt. Also so, dass es einfach, wir haben es jetzt nicht zusammen geschrieben, aber das war auf jeden Fall, waren wir die beiden, die das Ganze angetrieben haben. Und es ist halt auch wirklich ein Kraftakt. Also wir haben es in 6 Tagen, haben wir das Moped hier gedreht. Und waren wirklich, also auch Claire war einfach, für eine Kamerafrau ist das ehrlich gesagt die Hölle. Und ich bin sehr froh, dass sie noch mit mir befreundet ist und weiterhin Filme mit mir macht. Aber das, ja, ich glaube, ihr hat einfach die Geschichte gefallen und sie hat sich in den Dienst der Geschichte gestellt, aber sie hatte einfach keine Chance, jetzt ganz großes Kino da zu machen. Die Chance habe ich ihr bei 6 Tagen und 3.000 € Budget einfach komplett genommen. Aber ich fand das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Ja gut, naja, so sieht es meine Kamerafrau. Aber ich fand es gut, weil sie sich wirklich, ihr hat die Geschichte gefallen, sie hat sich in den Dienst der Geschichte gestellt und hat einfach versucht, wirklich das Beste aus diesen 6 Tagen zu machen. Und da bin ich ihr unglaublich dankbar für. Das ist interessant, dass so eine kurze Drehzeit, so wahnsinnig viele Leute, ich weiß nicht, wie viele Assistenten es gibt im Abspann. Also einen Regieassistenten hatte ich nicht. Nee, aber alles andere, Kamera, Bild und so weiter, gibt es mindestens immer 4, 5 Leute. Ja, wir hatten viel Fluktuation. Dann konnte mal jemand einen Tag und dann war am nächsten Tag wieder ein anderer da. Also, und am Ende 3 Unis sind beteiligt? Also zumindest so habe ich es gesehen. Dortmund, Münster, Köln? Nein, Münster nicht. Es spielt aber in Münster. Ja. Warum? Ach, weil es einfach in Köln wirklich schwer ist, mittlerweile irgendwie Locations zu finden. Die Leute sind so müde von diesen ganzen Drehs überall. Also ständig ist irgendwo eine Straße gesperrt und dann sind die Locations auch unglaublich teuer, weil schon mal bei jedem irgendwie irgend so ein Doku-Fiction-Zeug gedreht wurde. Reality-TV. Ja, genau. Und die Leute wissen ganz genau, wie viel man, was für Preise man da aufrufen kann. Naja, und in Münster, ich kannte halt jemanden, der so eine Halle hatte. Bei dem durften wir dann leider überhaupt nicht drehen. Wir haben dann ganz woanders gedreht, schlussendlich. Aber ich habe halt gemerkt, dass die Leute sich freuen, wenn man kommt. Dass sie sich wirklich freuen, wenn man in Münster einen Film dreht. Und es gab auch wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen, weil wir zum Beispiel kein Geld hatten, um die Leute einfach zu transportieren. Das ist ja mal so ein ganz wesentlicher Punkt in einer Filmproduktion. Man muss einfach die Leute von A nach B kriegen, was ganz schön schwierig ist. Und die meisten Kosten entstehen tatsächlich auch durch Catering und Sprit. Und wir hatten also keine Autos, also haben wir Münsteraner gefragt, ob sie uns Fahrräder spenden, weil Münster ja die Fahrradstadt ist. Also und jeder Münsteraner hat, was mich sehr überrascht hat, durchschnittlich 3 Fahrräder. Ja, weil eins immer gerade kaputt und ein anderes wird geklaut. Genau. Und dann gibt es natürlich auch das Ausgehfahrrad, das, was man eher in der Wohnung hat und das, was man draußen anschließen kann. Also wurde unserer Crew, wurden dann Fahrräder geliehen und dann sind wir da immer mit den Fahrrädern durch die Stadt geheizt. Ja, und ich fand einfach Münster wirklich sehr, sehr sympathisch und ich habe da alles gefunden, was ich brauchte, um jetzt Stadt zu erzählen. Und ist ja auch eine Stadt, nur halt eine Kleinstadt, ne? Aber irgendwie mag ich Münster einfach. Also anders als bei dir mit Berlin hast du das ja sehr deutlich gemacht an den Autokennzeichen, wo wir gerade sind, was ja oft in Fernsehproduktionen oder auch in Filmproduktionen wird das so ausgeblendet oder weggeschwenkt. Was mich im Abspann tatsächlich ein bisschen irritiert hat, war in der Danksagung die Studentenverbindungen Alemannia, Germania, Camberia und Saxonia. Ich habe die vorher alle genau geprüft. Die sind moralisch einwandfrei. Dennoch, was haben Sie zu dem Film beigetragen? Ich konnte die Leute nicht unterbringen. Wir hatten kein Geld für Hotel oder irgendwas und deswegen habe ich halt einfach bei den Studentenverbindungen angefragt, weil da will ja keiner mehr rein. Ne? Deswegen haben die halt alle Zimmer frei und Matratzenlager und naja, so habe ich dann zumindest in 3 Häusern halt meine Leute untergebracht. Die mussten sich dann, also danach waren die sehr gebildet in Sachen deutschem Liedgut. Aber wir konnten auch den Garten mitnutzen und dann grillen und es war schon, also die waren ganz in Ordnung. Also da gab es auch, andere Häuser, ja, direkt nebendran und gegenüber, da gab es auch die kleinere Skandale. Aber bei denen habe ich natürlich nicht angeklopft. So. Und für die war es ganz gut, weil die ist für die natürlich ein bisschen positive Publicity mal war.
Was ist die Feinde? Wenn man einen Film machen will, dann nimmt man halt, was man kriegen kann. Was ist die feine Dame Münster? Ah, das ist der Mops-Shop. Also es gibt einen Laden, der vor allen Dingen kleine Hunde und gerade Möpse ausstattet. Ich habe es mir schon gedacht. Und die Besitzerin von Feine Dame ist auch die Mops-Besitzerin. Die Möpse sind da die beiden, der Schwarze und der Weiße. Ja, ja, genau. Warum bellt der Hund nicht, wenn sie die Tür aufmacht? Und wem gehört Luna? Luna gehört schon dem Max. Ja, ja. Es bellt jetzt nicht jeder Hund, wenn man die Tür aufmacht. Also ihr Kameramann zum Beispiel, der mein Nachbar ist, immer wenn ich da klingle, dann jault dieser Hund bloß und sitzt irgendwie in der Ecke, weil er solche Angst hat vor Besuchern. Also der, das ist sozusagen das Zentrum der Szene des mittellangen Films. Genau, wir kennen uns. Auch zu dir noch ein Satz. Dieser Film ist, finde ich, in seiner Länge absolut richtig. Ich hätte nicht eine Minute bei mir hätte es jetzt nicht 90 Minuten sein können. Das genau richtig so. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ja, das genau finde ich ja auch. Ich habe tatsächlich auch zwei Angebote bekommen, daraus einen Spielfilm zu machen fürs Fernsehen. Und ich habe beide abgelehnt, weil ich gesagt habe, es ist einfach Quatsch. Ja. Also das weiter zu erzählen, wäre Macht die Spannung, die es so absolut hat, macht man mit jeder weiteren Szene kaputt. Ja. Insofern machen wir einfach jetzt diese Runde auf und bleiben mal da bei dieser Länge. Der mittellange Film ist jetzt im Vorgespräch oder in der Ankündigung mehrfach gesagt worden, hat es schwer. Es gibt kein Fernsehformat, es gibt auf Festivals so Sektionen, aber doch eher nicht. Und auch im Internet ist es eher der Kurzfilm, den die Leute mal anklicken und runterladen. Dennoch, der studentische Film ist oft oder fast immer ein mittellanger Film. Ist es nur das Budget? Also bei dir jetzt das klar, nicht nur das Budget, sondern auch die Idee ist eine Idee für einen mittellangen Film gewesen. Ja, genau. Trotz allem. Ja, also, ich meine, klar, so als Student, da wird man ja dann auch für unzurechnungsfähig gehalten, ne? Wenn man dann irgendwie so 3.000 Euro Budget hat. Ich muss dazu sagen, man kann erst beim Diplomfilm, und das war jetzt mein zweiter Film, der Diplomfilm ist der dritte Film, erst da kann man Förderung beantragen. Das heißt, ich musste irgendwie mit diesen 3.000 Euro auskommen. Und die dann, von der Hochschule bezahlt werden. Genau, das ist quasi so ein Budget, was einem einfach mal so gegeben wird am Anfang des Studiums. Und dann kann man sich das bei uns auch zum Glück relativ frei einteilen. Genau, ich hatte halt 3.000 Euro und damit musste ich dann irgendwie wirtschaften. Und meine Professoren haben mich natürlich wirklich für verrückt erklärt, dass ich jetzt so einen Riesenfilm mit auch wirklich vielen, vielen Motiven, das denkt man jetzt gar nicht. Aber der Flur ist natürlich auch nicht da, wo das Haus steht und das Hinterhaus ist auch nicht da, wo das Haus ist. Und also es ist wirklich sehr, sehr zerpflückt gewesen alles. Und das Taxi hält nicht bei Max vor der Tür. Nein, tut es tatsächlich auch nicht. Also es ist wirklich alles sehr, sehr zusammengestückelt. Und das alles auch ohne Unterkunft und nur mit gesponsertem Catering, das alles zu packen mit 3.000 Euro war halt schon wirklich schwierig. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass es jetzt, man hätte daraus auch einen 5-Minuter machen können und der wäre pointiert gewesen, der wäre schön gewesen. Und damit hätte ich sicher dann auch später schöne Angebote für Werbespots bekommen. aber ich hatte halt Lust auf diesen Film. So. Wofür stellt man sich vor mit so einem Film? Also nicht für Werbespots schon mal, das habe ich jetzt verstanden, sondern wofür? Nee, schon eher dann einfach auch für abendfüllendes Kino, so heißt es ja schön. Ne? Also es füllt natürlich nicht wirklich einen Abend, aber es, ja, es ist, das ist natürlich das, wo wir alle hinwollen. Ne? Also, du wolltest was sagen. Ja, ich finde das, was Silvia vor ihrem Film eigentlich gesagt hat, das Richtige. Es geht um die Geschichte. Und die Geschichte zu erzählen, das funktioniert natürlich mit pointiertem Kurzfilm einerseits, aber mit dem mittellangen Film hat man eben wirklich die Chance, einen großen Bogen zu erzählen, eine persönliche Entwicklung oder die Entwicklung von Charakteren wirklich auszuarbeiten und tief reinzugehen, eben auch die Möglichkeit zu haben, mal zu beobachten, Momente stehen zu lassen, dem Zuschauer zu ermöglichen, sich in den Kopf rein zu sneaken von den Personen, auch mal eben auf die Hände zu achten oder was passiert neben der Haupthandlung noch? Was gibt es für Seitenstränge? Eben auch bei uns zum Beispiel diese Spiegelmomente wirklich auszukosten. Und das ist was, wofür sich bestimmt
ein Teil der Filmhochschulstudenten entscheidet und ein anderer Teil entscheidet sich eben für das kurze Pointierte. Ja. So, und das hat beides seine Berechtigung und beides ist sehr, sehr unterschiedlich von der handwerklichen Seite her auch. Aber es hat was mit Charakter zu tun. Und es, es ist ja auch, dass man jetzt anbieten würde, einen Langfilm draus zu machen, würdest du das machen? Ich würde gerne noch einen Langfilm machen. Ich muss nur sagen, dass ich im Moment mit dem Dokumentarfilm eben jetzt auch wieder bei den Vietnamesen bin und so langsam möchte ich dann doch auch nochmal was anderes machen. Daher arbeite ich gerade an anderen Spielfilmstoffen, die nicht im vietnamesischen Milieu zu finden. Aber aus der Konstruktion des Films könnte dir vorstellen, dass es trägt, also ich weiß nicht, wie die längere Fassung ausgesehen hat, die du dann kurz geschnitten hast, aber ich kann mir vorstellen, dass sie eben das nicht war, ein Langfilm, sondern dass das also wegfallen diese musste. Geschichte an sich einfach lang zu strecken, wäre es nicht gewesen. Wenn, dann hätte man noch was hinzufügen müssen, definitiv. Aber also es gäbe die Möglichkeit, daraus einen Langfilm zu machen, definitiv. Weil da gäbe es noch einiges, was man zusätzlich erzählen könnte. Und es ist ja auch ein offenes Ende. Also was passiert mit so zwei Leuten, die jetzt mit Pass, aber ohne Geld bewaffnet, mitten auf der Straße stehen? Da passiert halt eben auch nicht viel Glückseliges vermutlich. Und war es das Budget, was dich gehindert hat, einen Langfilm zu machen? Oder so wie deine Professoren sagen, sei doch nicht verrückt, du kriegst den Langfilm hier sowieso nicht hin? Oder wie läuft die Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt unter 60 Minuten? In dem Fall war es ja der Abschlussfilm des Kameramanns. Mein Abschlussfilm lag da schon 2 Jahre zurück oder 3. Und für so einen Abschlussfilm ist es einfach schon leichter, nochmal einen kürzeren Film zu machen, weil für einen Langfilm braucht man einfach eben die Redaktion, man braucht verschiedene Fördertöpfe und was wir wollten, war einfach zwischen dem ersten Langfilm und meinem Abschlussfilm nochmal einen mittellangen Film oder einen Kurzfilm zu machen, einfach um das Handwerk weiter zu trainieren, auch nochmal am Set zu stehen und nochmal eine Geschichte zu erzählen und das halt eben etwas schneller, als wenn man bis zum Langfilm die ganze Finanzierung noch abwartet und auch so ein Langfilm-Drehbuch zu entwickeln, das braucht einfach noch mal wesentlich länger. Also Zeit ist so ein Faktor. Ich weiß aus eurem wunderbaren Audiokommentar, da heißt es mal so lapidar, ja ist doch egal, dann machen wir eben noch ein Semester länger und drehen das Ganze noch mal. Da habe ich dann so ein bisschen gestockt und gesagt, okay, das heißt, es wird tatsächlich oder wurde, dieses Filmprojekt wurde in dieser Kürze dann konzipiert. Und man hätte ja ein Semester länger auch einen Film länger machen können. Ja, also bei uns gibt es die Vorgabe, 8 Drehtage oder 10 Drehtage oder so maximal. Dürfen wir einfach nicht und da kann man schon mal keinen 90 Minuten machen. Außer man, ich weiß nicht, legt keinen Wert auf Qualität. Und ich glaube, es gibt auch sogar noch die eine Minutenbegrenzung, also die man nicht sprengen darf. Die ist was bei 30, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir waren scheinbar drunter. Also die Vorgabe zu sagen, 8 Drehtage, mehr dürft ihr nicht und so viele Minuten, mehr ist nicht drin. Was steckt dahinter? Warum diese Beschränkung? Naja, wir haben auch nur begrenzte Geldmittel. Ja, wir wissen das von dicke Mädchen, dass man mit 500 Euro 90 Minuten Film machen kann. Klar, aber ich glaube, dass es mit dem Geld, das wir zur Verfügung hatten, dass das das optimale Geld für diese Länge ist. Also man könnte natürlich noch mit viel mehr Geld sowas machen, aber wenn man mit dem Geld eine 90 Minuten machen muss, dann muss man extrem kreativ sein. Die Chance, dasselbe jetzt nochmal als Langfilm zu machen, das würde dich reizen. Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten schon an einem Drehbuch für sowas Ähnliches in Lang. Da ist halt der Zug dann dreimal so lang. Aber sonst ist gleich. Nein, Quatsch. Das Bild ist ein bisschen schöner. Ja, auch 60er Jahre Agenten, so in die Richtung. Und das ist ein Film, der welchen Markt beliefern soll? Kino, Fernsehen? Na, jeder, Straight to DVD? Jeder, der einen sehen will. Schauen wir mal. Also das wäre dir völlig egal. Du hast irgendwie erzählt, du hast jetzt viel beim Fernsehen gemacht. Ja. Du würdest ihn auch fürs Fernsehen machen? Ja, klar. Also wichtig ist nur, dass viele Leute ihn sehen und irgendwie Spaß haben.
Ja, weil Urs vorhin gesagt hat, und das ist natürlich sehr richtig, als Student hast du noch die Möglichkeit, sehr viel zu machen, was dir im Kopf rumschwebt und am Ende sagt der Professor gut oder schlecht. Beim Fernsehen 27 Instanzen, die dir reinreden und dann ist immer noch nicht richtig. Ja klar, das ist dann, dann nicht. Nein, ich will einfach den Film machen und sage jetzt aber nicht, der muss da im Kino laufen, in 500 Kinos in Deutschland oder so. Hauptsache, er erreicht das Publikum. Und wie macht man das? Wie macht man so ein Projekt? Geht man mit diesem Film hausieren und sucht sich Geldgeber oder macht man einfach? Schreibt jetzt erstmal ein Buch und dann findet sich schon irgendwie das Geld zusammen. Ja, da gibt es eine ganz komplexe Strategie von Herrn Simon da drüben. da will ich jetzt auch keinen Schmarrn erzählen. Aber naja, man muss im Prinzip die Leute ansprechen, die die Interesse dran haben könnten. Ja, sei es jetzt, ich meine, wenn man jetzt einen Film über Motorsport macht, dann sollte man vielleicht mal so den Automobilfirmen gehen. Als Beispiel. Ihr habt, also ihr habt ja von wegen Visitenkarte, ihr habt ja eine sehr aufwendige DVD hergestellt mit Making-of und Audio-Kommentar und so weiter. An wen geht die? Wer kriegt die? Also abgesehen von mir. Ja. naja, wir haben ehrlich gesagt mehr davon hergegeben, als wir dachten. Wir haben irgendwie 100 Stück gemacht und dann waren die weg und dann mussten wir nochmal 100 Stück machen. Also die gehen ganz gut weg. Die sind natürlich nur für, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hallo, ich habe 2 Millionen Euro und möchte einen Langfilm mit euch machen. Nein, Quatsch, aber ich meine, das ist natürlich nicht für den Verkauf. Wir haben den Film jetzt an den Bayerischen Rundfunk verkauft. Wird im Oktober ausgestrahlt, wer ihn nochmal sehen möchte. 23.45 Uhr. Ja, 23.10 Uhr. und die DVD ist rein privat. Also, das ist zum nicht, Verkauf. Geht nicht an Festivalmacher und so. Damit bewerbt ihr euch tatsächlich nicht, sondern... Naja, Festivals geht man ja ganz normal über die Einreichung. Die wollen ja meistens einfach nur eine DVD, wo nur der Film drauf ist. Wie wichtig sind Festivals für euch? Sehr wichtig. Also aber aus verschiedenen Gründen. Also es gibt ja die großen Festivals, zu denen man dann hinfährt, um natürlich Kontakte zu machen. Weil man muss halt erstmal wirklich die Leute finden, die genau das wollen, was man auch will. Ne? Einfach nur Leute zu finden, die auch Film machen wollen, reicht ja nicht. Sie müssen auch die Art von Film machen, die man auch machen möchte. Und dafür sind Filmfestivals super. Es gibt aber auch kleine Filmfestivals, die manchmal sogar sehr viel charmanter sind und wo man dann vor allen Dingen auch mal so eine Publikumserfahrung mitbekommt. Ne? Also jetzt für Komödie ist es zum Beispiel super wichtig, weil man dann sieht, ah okay, das funktioniert nicht, da stimmt das Timing nicht. Ne? Und kriege ich eigentlich nur durch Festivals mit. Das heißt, du begleitest deinen Film und sprichst mit den Zuschauern? Ja, soweit es möglich ist. Das ist ja auch, also so habe ich auch Deutschland mal jetzt kennengelernt. Das ist wirklich schön. Also ich habe ganz, ganz unerwartete Orte mal in Deutschland jetzt kennengelernt durch Filmfestivals. Bin natürlich, habe schon versucht, irgendwie überall hinzufahren, wenn es jetzt nicht gerade auf anderen Kontinenten war. Aber auch dann habe ich es versucht und das hat mir immer eine Menge gebracht, wirklich. Also gab tolle Begegnungen. Selbst Shorts at Moonlight in Frankfurt Höchst war ein Festival, wo dein Film gelaufen ist. Also da ist egal, welcher Rahmen. Ja. Also ich war wirklich zu kleinen Festivals sehr viel lieber als zu großen, weil man da einfach näher am Publikum ist. Die großen, das ist dann manchmal schon Arbeit. Da muss man dann wirklich auch gucken, dass man seine Visitenkarten los wird, dass man irgendwie mit den Leuten redet und Das ist dann wirklich eher so der Arbeitsanteil. Ich fahre lieber zu kleinen Festivals, habe ich festgestellt, weil mir das sehr viel mehr Spaß macht. So. Für dich Festivals, was gab es da für Erfahrungen mit diesem Film? Mit diesem Film sehr, sehr schöne verbinde ich da. Auch von großen Festivals und kleinen Festivals in Deutschland war ich jetzt vorwiegend unterwegs mit dem Film. Die Festivals in Indien und Amerika habe ich jetzt nicht besucht, leider. was aber, fand ich, sehr, sehr interessant war, weil... Die du aber hättest besuchen können, also du warst schon auch eingeladen. Ich,
Ich war eingeladen, allerdings hätte man das selber finanzieren müssen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, im Moment bin ich mit so vielen Projekten beschäftigt, dann muss man halt irgendwie auch Zeit finden dafür. Aber was mich sehr interessiert, ist auch, welcher Film läuft auf welchem Festival. Also weil jetzt im Vergleich zu dem Film, den ich davor gemacht habe, der lief auf ganz anderen Filmfestivals. Mhm. Der hat eine ganz andere Reichweite gehabt. Der war nicht so fokussiert auf bestimmte Länder. Promised Rose Garden, dass der jetzt in Indien sowas von nachgefragt wird und auch da die Preise gewinnt, das hat mich total gewundert, weil ich jetzt irgendwie nicht Vietnamesen in Indien vermutet hätte oder da einen bestimmten Zusammenhang gesehen habe. Also es muss mehr an der Geschichte liegen, als wirklich an dem kulturellen Aspekt. Und das finde ich zum Beispiel auch was sehr, sehr spannend ist und was man aus diesen Festivals ziehen kann. Einfach mal so eine Erfahrung daran zu sehen, was läuft wo und wie reagieren die unterschiedlichen Kulturen auch darauf. Das mit meinem Abschlussfilm, da bin ich mehr mit rumgereist, war in Tel Aviv zum Beispiel und in anderen Ländern und konnte da halt auch eben sehen, auf was reagiert welcher Kulturkreis mehr. Auch sehr spannend. Gab es denn Reaktionen aus Vietnam auf den Film? Aus Vietnam an sich weniger, weil das nur nach Vietnam kommt über eben die Laiendarsteller, die mal nach Hause geschickt haben. Da kriegt man natürlich dann Feedback, das ist dann aber sehr persönlich. Ja. Was für mich sehr, sehr wichtig und bedeutend war, dass als ich angefangen habe, den Film zu drehen, ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass bei der Premiere des Films die Hälfte des Kinos aus Vietnamesen besteht und die andere Hälfte aus Menschen aus Berlin oder Deutschland, welcher Nationalität auch immer egal. Und ich habe das im Laufe der Produktion total vergessen. Und bei der Premiere war ich relativ aufgeregt, wie wird das Publikum reagieren und hatte natürlich auch irgendwie was vorbereitet, was ich sagen will. Und saß in der ersten Reihe und drehe mich um und gucke in dieses Publikum und merke, die Hälfte des Saals sind Vietnamesen. Und ich war so emotionalisiert, dass ich meinen Zettel weggeschmissen habe und darüber dann auch referiert habe über die Zusammenführung von Kulturen. Und ich konnte mir aber nicht sicher sein, wie die Vietnamesen darauf reagieren. Und dazu muss man sagen, dass in Berlin eben drei vietnamesische Kreise existieren. Die Nordvietnamesen, die Südvietnamesen und die Zentralvietnamesen, die zu unterschiedlichen Zeiten nach Berlin kamen und auch unterschiedlich politisch orientiert sind. Und dadurch auch alle unterschiedlich auf den Film reagieren. Wir hatten in dem Kino tatsächlich auch Nord-, Süd- und Zentralvietnamesen sitzen. Und der Film ist sehr begeistert aufgenommen worden, vor allem aus einem Grund und das auch von allen drei Gruppierungen. Und zwar, dass es werden immer wieder Vietnamesen im deutschen Film kommen vor. Aber meistens als kleine Randfiguren. Und sie sind dann Zigarettenverkäufer, aber man versteht nicht, warum agieren sie so oder man kann nicht mit ihnen mitfühlen. Und das ist der erste Film gewesen. Es gibt jetzt, kommt noch einer raus, der sich auch mit den Vietnamesen beschäftigt, aber in der Vergangenheit. Das ist der erste Film, der sich wirklich auf ihre oder in ihre Community einschleicht und aus dieser Community heraus erzählt. Und dafür waren sie sehr dankbar. Wo man sagen muss, die Südvietnamesen schotten sich sehr stark ab eben von den Nordvietnamesen und den Zentralvietnamesen. Daher waren die so ein bisschen bedachter in den Äußerungen und etwas kritischer. Die Nordvietnamesen haben sich sehr gut wiedergefunden und die Zentralvietnamesen, die Zigarettenverkäufer, auch. Abschlussrunde wie bei Frank Plassberg. Würdet ihr auf der freien Wildbahn, auf dem freien Markt, ohne Rückhalt der Hochschule nochmal einen mittellangen Film machen? Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade einen geschrieben. Und ja, ich hoffe, dass der gedreht wird. Allerdings, ja, es ist natürlich jetzt erstmal so, mit mittellangen Filmen verdient man erstmal kein Geld und nach dem Studium muss man auch mal Geld verdienen. Deswegen geht man einfach verschiedene Projekte auch gleichzeitig an. Ne? Natürlich gibt es da auch den Langfilm, der auch sehr viel konkreter gerade ist, aber auch durchaus noch zwei, drei Kurzfilme, ein Langfilm. Also man muss einfach an vielen Sachen auch gleichzeitig arbeiten. Ich sage so, niemals nie, aber im Moment stellt sich für mich die Frage definitiv nicht. Du wahrscheinlich erst recht nicht. Ja, ich finde, das Problem ist nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann, was ja auch tatsächlich so ist, aber ich finde, wenn man einen Film macht, dann will man nicht nur, dass er auf Festivals von brancheninternen Filmleuten und
Filmfanatikern geguckt wird, sondern einfach von normalen Kinozuschauern, die ins Kino gehen und sagen, was gucken wir heute? Hier, da ballert jemand, schaue ich mir an oder so, keine Ahnung. Aber man will, dass die normalen Menschen ihn sehen, die man ja eigentlich erreichen will, die man unterhalten will oder irgendwie emotional berühren oder packen. Ja, und das schafft man mit einem mittellangen Film nicht. Also, nicht in der Menge. Ich habe schon das Gefühl, dass auch ein mittellanger Film viel laufen kann und dass man auch Leute erreichen kann. Ich habe auch wirklich aus aller Welt schöne Zuschriften bekommen und irgendwie zwei Russen, die das ausprobiert haben mit du zu mir und ich zu dir. Und so. Also ich hatte schon das Gefühl, man kann sie auch erreichen, aber es ist natürlich was anderes. Ne? Also ich weiß nicht, ob jemand mal über 70 einen Film von mir gesehen hat zum Beispiel, weil die einfach nicht auf Kurzfilmfestivals so gehen. Ne? Aber also, das ist ja eigentlich die Internetauswertung dann doch auch wieder interessant. Also ja. Promise Rose Garden wurde jetzt bei Zeit Online eine Zeit lang gezeigt und was da auch eben für Anschriften an mich kam, das war schon auch schön und das wird auch genutzt. Also die Leute schauen sich anscheinend doch auch mittlerweile Filme im Internet an und da wahrscheinlich eher die kürzeren als die längeren. Außer natürlich auf Netflix und sonstigen Plattformen. Aber dass eben dann doch die Kürze einem auch mal mutig zu sagen, okay, da klicke ich jetzt mal auf den Pfeil, der mir sagt, hier, jetzt geht der Film los, ist doch ganz schön. Mhm, das stimmt. Okay, für mich ist das jetzt hier zu Ende. Sie können gerne Ihre Fragen jetzt stellen, wenn Sie noch welche haben. Und wenn nicht, dann sagen Sie so. Ja, sonst, wenn es keine Fragen oder Anmerkungen gibt, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei für das tolle Gespräch und an Uli natürlich. Schön, dass ihr da wart. Danke euch. Ich noch sitzen kurz. Und ich möchte, genau, klatschen Sie erstmal noch. Euer Applaus. Wir haben heute zwei Filme aus Köln hier gehabt. Ich möchte Sie darauf hinweisen, am Donnerstag, also wirklich, wenn Ihnen das heute gefallen hat, dann gibt es Kurzfilme aus Köln. Und zwar die sogenannte Kölner Gruppe wird hier sein. Gleich mit um die 8 Regisseuren. Die haben ein Programm extra für uns zusammengestellt. Das ist eine Gruppe von Filmemachern, die eben auch Autorenfilme machen, unabhängig sind. Und ja, die haben uns jetzt ihre Highlights aus den letzten 15 Jahren zusammengestellt. Das ist ein Programm, was Sie sonst sicherlich nicht sehen werden. Ja. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und danke, dass Sie gekommen sind. Bis bald. Tschüss.